Hallo, ich bin Eljenix und das ist der 14. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir den Geburtstag von unserer kleinen Raya gefeiert und außerdem hat Iana nach Ewigkeiten endlich mal wieder ihre Eltern gesehen. Wir haben sie eben besucht und einen schönen Tag mit der Familie verbracht und außerdem haben Iana und Lou sich mal wieder gestritten. Also zwischen den beiden läuft es momentan leider wirklich nicht gut. Ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht. Bevor wir jetzt aber in den Part hineinstarten, vergiss nicht, mich zu abonnieren und folge mir auch sehr gerne auf Twitch. Ich streame dort nämlich zweimal die Woche und mindestens einmal die Woche ist auch Sims dabei. Vor kurzem haben wir zum Beispiel gerade mit einer Not-So-Berry-Challenge angefangen. Aber jetzt starten wir gleich in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Wir haben gerade 7 Uhr früh. Yoru ist gerade leider sehr, sehr traurig. Er mag den Computer nicht. Vermutlich, weil Iana dem Computer momentan mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihm. Oh mein Gott, er zittert. Also wir müssen uns heute definitiv um Yoru kümmern. Auf jeden Fall ist Iana gerade dabei, für die Uni zu lernen. Denn wir sind ja auf Bewährung. Oh, sie fühlt sich gerade sehr kokett. Ich brauche Liebe, wegen Werwolf, naturell. Okay, alles klar. Sie ist nämlich gerade auf Bewährung. Wir haben aber die Hausaufgaben gemacht, also sowohl für Recht und Ordnung als auch für Einwanderung und Bewegung. Und wir haben heute auch gleich wieder Uni, nämlich in 33 Minuten. Aber wie gesagt, wir sind vorbereitet. Es geht ihr auch sehr gut. Wobei, sie ist ein wenig müde, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also das mit der Uni sollte in diesem Semester auf jeden Fall klappen. Und jetzt geht Iana auch direkt zum Kurs und hört auf zu lernen. Wie geht es den anderen? Lou hat die ganze Nacht gearbeitet. Ihm geht es sonst auch ganz gut. Und der kleinen Raya, die ist relativ spät leider ins Bett gegangen. Deshalb ist sie noch ein wenig müde. Aber ich habe gesehen, dass wir uns heute mit Lou ein wenig um die Rudelwerte kümmern müssen. Deshalb wird er dann gleich mal den Untergrund erkunden. Nur ich habe schon wieder vergessen, wo dieser Eingang ist. Wie kann ich das eigentlich immer vergessen? Der war doch direkt hier, oder? Hier. Okay. Unterirdische Tunnel erkunden. Mal wieder geht er aus dem Haus, obwohl sein Kind dann alleine zu Hause ist. Aber das kennen wir von ihm ja schon. Das wundert uns ja nicht. Und Iana ist wieder da. Sie wird jetzt einfach mal Frühstück machen, obwohl sie eigentlich nicht kochen kann. Aber irgendwann muss sie das ja lernen. Rührei mit Speck, eine kleine Familiengröße. Raya, geh du schon mal hier nach unten. Dann kannst du nämlich auch gleich etwas zu essen nehmen. Was? Wildfang-Benachrichtigung. Rory Oaklaw hat Lou aufgefordert, ihr aufgrund disziplinarischer Maßnahmen Rede und Antwort zu stehen. Es ist besser, sie nicht warten zu lassen. Alles klar. Im Regen spielen. Nein, du musst garantiert nicht im Regen spielen. Wo ist denn Rory? Hier ist sie. Okay, dann werden wir jetzt mit ihr sprechen. Bei Rudelführung melden. Gut. Und dann können wir ja mal sehen, was hier passiert. Sie hat sich auch gerade verwandelt. Hoffentlich möchten sie nicht kämpfen. Okay, Raya nimmt jetzt hier auch etwas zu essen und dann kann sie gemeinsam mit ihrer Mutter frühstücken. Das können wir mal abwaschen. Was macht Lou? Im Boden fühlen. Wollte Rory nicht mit dir sprechen? Ich bin sehr verwirrt. Aber okay. Anscheinend nicht. Wer bist denn du? Christopher Volkov. Okay. Alles klar. Gut, na dann kannst du auch mal nach Hause kommen und auch mit deiner Familie zur Abwechslung mal essen. Schauen wir, ob das gut ausgeht. Das weiß man bei dieser Family ja nie so genau. Nein, Aluna, deine Tochter möchte nicht deine beste Freundin werden. Das hatten wir im letzten Part ja schon. Das ist gerade irgendwie alles sehr, sehr chaotisch. Ich verstehe es wirklich nicht. Irgendwie streiten die ganze Zeit. Also Lou schreit Iana schon wieder an, obwohl sie eigentlich nur hier sitzen und sich normal unterhalten sollen. Dahinter ist ihr stinkendes Kind. Was ist das eigentlich für eine Familie? Nein, aber Iana wird es jetzt nicht einfach über sich ergehen lassen, sondern sie wird jetzt einfach auch mal zurückschreien. Sie wird ihn jetzt beleidigen. Sie wird mit ihm über Erziehung streiten. Und dann kann sie ihn eigentlich fragen, was er für ein Problem hat, weil ich verstehe es ja wirklich nicht. Ist es wirklich nur wegen Raya? Belastet ihn das so, dass er jetzt ein Kind hat und mit ihnen hier lebt? Ich verstehe es nicht. Jetzt haben sie noch eine Stimmung miteinander. Das finde ich sehr, sehr spannend und sagt sehr viel über Lou aus. Lou fängt immer die Streits an. Also er beginnt immer, Iana grundlos zu beleidigen oder mit ihr zu streiten. Und jetzt ist aber er verletzt. Also er fühlt sich von Rudelkumpanen verletzt. Lou kann nicht glauben, dass jemand aus seinem eigenen Rudel ihn so behandelt. Und dann hat er den Groll nach einem Streit. Wisst ihr was? Ich glaube, Iana reicht es jetzt. Also sie wird jetzt nicht Schluss machen, aber ich glaube, sie braucht jetzt Abstand. Und deshalb wird sie jetzt gemeinsam mit Raya und Yoru ins Geschäft gehen. Also sie werden jetzt einfach ein paar Tage im alten Haus verbringen, das Geschäft aufbauen. Und Lou
kann machen, was auch immer er möchte. Auf jeden Fall ist er hier gerade nicht erwünscht. Wenn er sich bei ihr entschuldigt, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihm vielleicht noch eine Chance gibt. Aber auf jeden Fall brauchen die beiden jetzt Abstand. Wie gesagt, ihr könnt mir eure Story-Vorschläge sehr, sehr gern in die Kommentare schreiben. Aber als erstes müssen wir hier jetzt mal auf jeden Fall das alles umbauen. Und das werde ich jetzt machen. Und natürlich im Schnelldurchlauf, damit es nicht so viel Zeit frisst. Deshalb werde ich jetzt schnell das Ganze ein wenig umbauen. Und ich bin fertig. Es ist alles jetzt natürlich noch sehr, sehr basic. Also wenn wir hier hineinkommen, haben wir hier die Sachen für unseren Yoru. Dann haben wir hier die Ladenkasse und den Schreinertisch, dass Iana neue Sachen herstellen kann. Hier haben wir auch ein Kuscheltier für unsere Raya. Dann habe ich hier noch drei Sachen platziert, die Iana hergestellt hat. Und die Treppe habe ich jetzt ein wenig außerhalb noch platziert, dass man jetzt über den Balkon sozusagen oben hineinkommt. Und das ist der Lebensbereich. Also dann werde ich für die Kunden abschließen. Hier haben wir eben ein Bett für Raya, ein Bett für Iana. Hier können sie kochen. Hier ist sogar ein Fernseher, ein Computer, ein Badezimmer. Also prinzipiell alles, was sie brauchen. Denn wie gesagt, keine Ahnung, wie lange sie noch hier bleiben. Und ich glaube, wir werden den Laden dann jetzt gleich mal eröffnen. Okay. Vielleicht sollten wir den Laden doch nicht eröffnen, denn es geht allen gar nicht so gut. Okay, hier können wir Ladenpreise festlegen. Umbuchen, Laden eröffnen, Laden verkaufen, Werbung kaufen. Aha. Das können wir ja mal als zu verkaufen kennzeichnen. Dann können wir noch das als zu verkaufen und das auch als zu verkaufen.
Und ich glaube, im Inventar haben wir komischerweise gar nichts mehr. Dann hätte ich gesagt, wir kümmern uns jetzt mal um ihre Bedürfnisse. Dann kann Iana noch ein wenig am Schreinertisch arbeiten. Und dann werden wir vielleicht in der Nacht oder am Abend den Laden eröffnen. Und jetzt wird Iana von ihrer Mutter angerufen. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Warum wollen alle meine Sims die ganze Zeit 1000 Kinder bekommen? Aber ja, macht ein Baby, bekommt so viele Babys, wie ihr haben wollt. Ich kümmere mich nicht um sie. Ich sag's euch gleich. Okay, und wenn wir die Kleine gebadet haben, dann wird Iana einmal schlafen gehen. Oh nein, doch nicht. Joro scheint es irgendwie nicht gut zu gehen. Steh wieder auf. Sie ist jetzt aber auch nicht so die beste Mutter. Also ganz so die Erziehungsskills hat Iana jetzt auch noch nicht. Kümmere dich mal um Joro. Wir fragen ihn mal, was los ist. Wir werden uns einmal über unsere Probleme beschweren. Dann werden wir ihn loben, ein Leckerchen geben. Oh, er möchte Aufmerksamkeit. Ja, das verstehe ich. Du bekommst Aufmerksamkeit. Wir werden ihn einmal küssen, einmal kennenlernen. Oh nein! Raya ist am Boden eingeschlafen. Raya, steh wieder auf und geh ins Bett. Das Bett ist gar nicht so weit weg. Du schaffst das. Gut, und dann kann Iana selbst ins Bett gehen. Oh, oh, Iana hat sich gerade in einen Werwolf verwandelt. Das ist ja tatsächlich schon länger nicht mehr passiert. Aber nun ist es wieder soweit. Sie ist ein unglaublich wütender Werwolf und was macht sie? Nichts. Okay. Kannst du vielleicht gleich mal probieren, die Kontrolle zurückzuerlangen? Irgendwie glaube ich, dass du es schaffst. Sie schafft es nicht. Never mind, dann mach, was du willst, Iana. Und Iana, was machst du? Okay, sie gräbt im Boden, wie sollte es anders sein? Sie fühlt sich aufgebracht, Randale und müde. Und was wünscht sie sich hier? Von morgen nicht gemocht werden, weil unfreundlich ist. Sims leben sich manchmal einfach auseinander, ansonsten muss man einfach ein bisschen nachhelfen. Okay, alles klar. Ich hoffe, sie bleibt jetzt nicht allzu lange in ihrer Werwolfgestalt, denn morgen in der Früh haben wir wieder Uni und ihre Bedürfnisse sind im Keller. Außerdem sollte sie sich ja noch um ihre Tochter kümmern. Das Werwolfleben ist ganz schön stressig. Zumindest bekommt Raya davon nichts mit, weil sie eben schläft. Jetzt hat sie noch ihr Bett zerkratzt. Ich meine, ich verstehe, dass sie wütend ist. Sie hat eben Stress mit ihrem Partner und ist jetzt auch von zu Hause mehr oder weniger für eine Zeit lang ausgezogen. Also ich verstehe, dass es ihr nicht gut geht. Aber deshalb muss man sich ja nicht gleich so aufführen. Und schaffst du es? Und sie ist noch immer ein Werwolf. Dann wühlt sie jetzt irgendwo im Boden. Hier, okay. Ich hoffe nur, okay, zumindest Raya geht es gut. Denn wenn Raya jetzt irgendetwas von uns brauchen würde, habe ich keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. Oh, aber sie ist jetzt auf Stufe 4. Iana ist jetzt eine Werwolf-Veteranin. Sie hat fast alles erlebt, was das Werwolf-Leben zu bieten hat, aber es gibt immer etwas zu lernen. Iana besitzt einen neuen Charakterzug, der bestimmt, wie sie durch die Welt geht und was ihre Wut zum Überlaufen bringt. Denke daran, dir auch die neuen Fähigkeiten anzuschauen. Dann machen wir das jetzt gleich mal. Was? Wir sind einfach schon einen Rang vor Apex. Also das ist ja ein Ziel unserer Challenge. Das geht jetzt echt schneller als gedacht. Und sie hat jetzt hier ruheloses Tier. Ruhelose Tiere fühlen sich drinnen eingeengt und bauen Wut auf, wenn sie nichts Lustiges tun können. Wow. Sie ist schon ganz schön anstrengend. Aber okay, wir können hier jetzt auch neue Fähigkeiten freischalten. Einmal Urinstinkte. Wer braucht all die unnötigen Gefühle? Ein Werwolf zu sein, der seine Urinstinkte aktivieren kann, bedeutet, das Biest im Inneren zu kanalisieren, um die Gedanken auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ein zufriedener Werwolf, der andere negativere Gedanken verdrängen kann. Okay, verstehe die Fähigkeit nicht ganz, aber... nicht so schlimm. Tunnelgräberin, beweg dich schnell in der Welt fort, indem du Tunnel gräbst? Bohre dich durch die Erde und grabe einen praktischen Tunnel. Perfekt für alle, die einen großartigen Auftritt hinlegen möchten oder schnell verschwinden möchten. Iana wird das mühelos hinbekommen. Okay, das klingt sehr, sehr cool. Mondresistenz. Während sich viele über den Anblick des Vollmonds freuen, jagt er einigen Werwölfen furchtbare Angst ein. Mit Mondresistenz spürt ein Werwolf den Einfluss des Mondes auf die Psyche nicht mehr, sodass er ungehindert die Dunkelheit erforschen kann. Ja, finde ich jetzt nicht so notwendig. Jagdtrupp. Mit Freunden geht doch alles viel besser. Okay, nein. Jagdtrupp leiten fühle ich jetzt auch nicht so. Bösartiges Heulen. Meistere das bösartige Heulen, das Furcht in den Herzen aller sieht. Es ist unglaublich befriedigend und lustig, zumindest für Iana. Aber vielleicht nicht so sehr für andere Sims, die sich gerade in der Nähe befinden. Ich finde jetzt alles nicht so cool. Das war eben noch von der letzten Stufe. Der Mond nimmt täglichen Einfluss auf das Lerntempo, die Schlafqualität und die sozialen Interaktionen der Werwölfe. Mit dem Mondsegen kannst du dafür sorgen, dass Iana den ganzen Tag die Gaben des Mondes empfängt. Ja, gut, nehmen wir einfach das. Iana, du weißt schon, dass du das alles wieder reparieren musst, oder? Dann versuchen wir nochmal die Kontrolle zurückerlangen.
Sie hat es einfach schon wieder nicht geschafft. Für was habe ich diese Fähigkeit erlernt? Ich verstehe es nicht. Jetzt möchte sie ihr Bett zerkratzen. Zumindest ist sie jetzt wieder da. Sehr, sehr gut. Iana ist wieder die Alte. Dann muss sie jetzt schnell auf die Toilette und schlafen gehen. Und hier können wir gleich die Kratzer reparieren. Genau, hier könnten wir auch gleich die Tür absperren. Jeden außer Familienmitglieder. Lou wurde in der Zwischenzeit befördert zum Anführer des Rings. Alles klar. Er ist jetzt Anführer des Rings. Er verdient jetzt 4 Simoleons mehr pro Stunde. Hat einen Sack voll Geld, Interaktion bestehlen und 558 Simoleons dazu erhalten. Das ist wirklich nicht schlecht. Oh, Iana ist jetzt auch traurig. Sinn des Lebens. Oh, wegen Angst vor unerfüllten Träumen. Das tut mir sehr leid, Iana, aber du musst jetzt hier den Ofen reparieren. Wenn du den Ofen repariert hast, dann kannst du deiner Tochter helfen, aufs Töpfchen zu gehen und dann kannst du eigentlich Frühstück machen für euch beide. Mach am besten ein Dinner für 2 Eier und Toast. Oh, Raya kann tatsächlich schon selbst aufs Töpfchen gehen. Das ist natürlich noch besser, dann muss Iana ihr nicht dabei helfen. Oh nein, Yoru ist krank. Ich bin sehr, sehr überfordert mit der Gesamtsituation. Das Leben hier ohne Lou ist komplizierter als gedacht. Gut, Iana, mach schnell das Essen. Und nach der Uni wirst du dann mit Yoru zum Tierarzt gehen. Dafür haben wir davor jetzt wirklich keine Zeit. Es geht sich leider nicht aus. Yoru, es tut mir unglaublich leid. Aber es geht sich nicht aus. Iana muss wirklich gleich zur Uni. Genau, in 2 Minuten. Gut, dann gehen wir jetzt zum Kurs und in der Zwischenzeit wird Raya wieder zur Tagespflege geschickt. In Wirklichkeit ist sie natürlich bei ihren Großeltern. Iana hat den Kurs beendet und damit gerade so die Anwesenheitspflicht erfüllt. Ihr Desinteresse an der Materie ist offensichtlich und sie wird, wenn sich nicht bald etwas ändert, eine schlechte Endnote erhalten. Ja, wir sind leider viel zu spät gekommen, was eben vor allem daran gelegen hat, dass wir so einen Stress hatten die ganze Zeit und jetzt müssen wir auch noch mit Yoru zum Tierarzt. Also das Leben ist momentan gerade wirklich stressig und ich glaube, Iana geht es gerade auch wirklich, wirklich nicht gut. Aber wir reisen jetzt nach Brindleton Bay zur Tierklinik. Natürlich nehmen wir Koraya und Yoru mit. Wie sollte es anders sein? Wir können ja auch nicht das Kind alleine lassen. Sie hat ja momentan auch nicht Lou, der sich darum kümmern könnte. Wobei er sich ja nie wirklich um das Kind gekümmert hat, wenn wir uns ehrlich sind. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und hier sind wir. Oh nein, unser armer Hund. Gut, wir werden ihn jetzt zur Behandlung anmelden. Wieso ist Iana denn jetzt wütend? Kontrollverlust wegen Angst vor unerfüllter Träume. Und was ist mit Raya? Wie geht es dir? Oh, du brauchst Spaß. Wieso redest du nicht einfach mal mit diesem Tierarzt? Freundlich Spielzeug zeigen. Oh, du hast ein Spielzeug mit? Ja, dann spiel mit dem Spielzeug. Das ist doch eine sehr, sehr gute Idee. Dann hast du Spaß. Wild spielen. Okay. Es kommt bald ein Tierarzt zu dir, um dein krankes Tier zu behandeln. Sehr, sehr gut. Dann warten wir jetzt auf den Tierarzt. Tierbesitzerin, Patient oder es ist auch ein cooler Hund. Sansa. Sehr, sehr cool. Gut, der Tierarzt ist jetzt bereit für uns. Ist das Caleb? Okay, nein. Ich dachte schon, das ist Caleb Watore. Es ist aber Shingu Watanabe. Okay. Der kümmert sich jetzt um unseren Yoru und natürlich werden wir ihm die teure Behandlung geben. Denn wir scheuen keine Unkosten und möchten unseren allerliebsten Yoru heilen. Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Hier gibt es übrigens auch solche Tierleckerchen zu kaufen, damit die Tiere nicht krank werden oder man kann sie damit heilen. Und die werde ich jetzt dann gleich mal kaufen. Okay, Iana geht durch eine Wand. Alles klar. Wellnesshappen. Ein Mittel zur Steigerung des Wohlbefindens deines Tieres. Ich glaube, es ist das. Ich kaufe da einfach mal 3. Ich glaube, dann geht es ihm instant besser. Aber keine Ahnung. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe nur davon gehört. Aber gut, wir reisen jetzt natürlich zurück zum Geschäft. Und wir sind wieder da. Eigentlich geht es allen ziemlich gut. Hier wirst du mal die Schüssel leeren und neu auffüllen und dann könnten wir den Laden eigentlich gleich mal eröffnen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal gemeinsam an. Raya, was machst du? Du hast hier einen Tobsuchtsanfall. Spiel nicht mit mir, weil er mit Spielsachen gespielt hat. Zu viel Spielen macht mich rasend. Okay, na dann streichel doch einfach mal den kleinen lieben Yoru. Kannst dich ja auch mal mit ihm anfreunden und nachmachen. Okay. Gut, der Laden ist jetzt geöffnet und vorher werden wir noch schnell die Schüssel auffüllen und hoffentlich kommt dann bald jemand vorbei. In der Zwischenzeit könnten wir hier noch an etwas arbeiten. Oh, da ist ja schon jemand. Dann werden wir uns hier einmal vorstellen. Können wir uns nicht normal bei denen vorstellen? Können wir sie nur grausam einschüchtern? Okay, warten wir einfach ein bisschen. Vielleicht kommen sie ja von selbst rein. In der Zwischenzeit wird sie einfach mal einen Barhocker herstellen und schauen wir, was die Kunden wollen. Okay. Warum können wir nicht mit ihnen interagieren? Wir können sie nur bitten zu gehen. Ich möchte nicht sie bitten zu gehen. Ich
mich sie auch nicht überzeugen zu baden. Was ist das? Unter Einfluss des Fluches beißen? Nein, das möchte ich auch nicht. Und nein, du gehst dich jetzt auch nicht ausheulen. Hä? Wieso funktioniert das denn nicht? Okay, machen wir mal die grausame Einschüchterung. Oh, das war eine dumme Idee. Jetzt hat sie doch den Balken. Okay. Iana, red einfach mit niemandem. Arbeite weiter an neuen Materialien. Und vielleicht möchte ja dann irgendjemand etwas kaufen. Sie möchte natürlich nichts mehr kaufen. Die mag uns gar nicht. Warum habe ich gedacht, es ist eine gute Idee, mit Iana ein Geschäft aufzumachen, wenn alle Sims sie hassen? Aluna ruft uns wieder mal an. Du hast mich schon gestern gefragt, ob ihr ein Baby machen sollt. Ja, macht ein Baby. Macht 1000 Babys. Was auch immer ihr wollt. Wenigstens Yoru versteht sich gut mit unseren Kunden. Das ist doch schon mal was. Vielleicht mögen sie Yoru gut genug, dass sie irgendwann auch Iana mögen und Dinge kaufen. Heute sieht es nicht danach aus. Wobei... Nein, okay. Ich glaube, das wird nichts heute. Was für ausgezeichnete Wahl. Welch Bereicherung. Ich kaufe, sobald du Zeit zum Kassieren hast. Okay, sehr, sehr gut. Dann kassieren wir sie mal ab. Kunden abkassieren. Okay. Anscheinend kann Iana jetzt doch nicht mit Kunden sprechen. Vielleicht müssen wir da... einfach an Charisma oder an Marketing oder was auch immer arbeiten. Ich weiß gar nicht, was das für eine Fähigkeit ist. Wenn ihr wisst, was ich machen muss, um mit den Kunden besser interagieren zu können, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber jetzt kassieren wir sie mal ab. Was kauft sie denn? Oh, den Spiegel. 218 Simoleons. Nicht schlecht. Gut, Iana, dann arbeite noch ein wenig am Barhocker. Den würde ich heute auch noch gerne fertig bekommen. Sehr gut, der Barhocker ist fertig. Der befindet sich vermutlich hier im Inventar. Ja, perfekt. Wir haben jetzt den Barhocker. Und der Spiegel ist eigentlich schon weg. Das heißt, das können wir auch verkaufen. Und den werden wir als zu verkaufen kennzeichnen. Und in der Zwischenzeit könnte Iana eigentlich ihre Hausaufgaben machen. Wo sind ihre Hausaufgaben? Wieso verliert diese Frau immer ihre Hausaufgaben? Ich habe die Vermutung, dass die Hausaufgaben im anderen Haus sind. Das läuft ja gut. Das heißt, im nächsten Part müssen wir auf jeden Fall wieder ins andere Haus, denn Iana braucht ihre Hausaufgaben. Oh, und wir können noch einen abkassieren. Dann kassieren wir diesen Kunden hier noch ab, den Isao Kato. Alles gut, er möchte das Wandregal kaufen. Sehr, sehr schön. Also im nächsten Part müssen wir dann auf jeden Fall eben mit Lu sprechen und das Ganze klären. Oh, und jetzt möchte sie auch was kaufen. Agnes müssen wir auch noch abkassieren. Das war dann tatsächlich ein sehr erfolgreicher erster Tag hier im Geschäft. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche Ideen für Storylines habt, schreibt sie mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann aber beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!